Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch. So, wir sind dem komischen Typen da letztes Mal entkommen. Und jetzt gucken wir, wo wir hin sollen. Hier ist eine Tür, die wir nicht so einfach aufbekommen. Hier ist eine Kiste. Die Kiste erschieben. Frage, wo ich die hinschieben soll, ne? Affen mal weg. Da kann man nicht. Kann ich da hinschieben? Kann man nicht. Da hinten? Okay. In die Richtung. Okay. Ah, okay. Oh, hier ist ein kleiner Zwerg. Die Zwerge, was die wohl? Oh. Wo ist der Typ? Passen. Ich gehe mal hier hinten erstmal weiter. Wurde er mich da erwischt? Da hätte ich hochgehen können. Ach so, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich hier hochgehen. Oh nein. Oh oh. Bin ich hier oben erwischt? Kommt der hier hoch? Oh schnell. Eieiei. Ah, gut weggekommen. Hier hingeht. Man merkt, dass die Framerate geht immer höher, dass wenn es so kleine Abschnitte sind wie dieses hier. Wenn da ein anderer Gegner dabei ist oder irgendwas, dann dauert es schon immer ein bisschen länger. Also dann bricht die so ein bisschen ein. Nicht dolle, also man hat nicht den Spielspaß, aber sie bricht trotzdem ein. Hier auf der Wolle kann uns ja nicht hören. Wir müssen nur auf der Wolle gehen. Wir beeilen uns mal lieber. Das war jetzt dumm, dass ich dahinter bin, oder? Da erwischt er mich. Komm schon, so lang die Wecker. Oh oh. Bitte geh nochmal an, du Wecker. Mal hier. Versuchen wir den Schuh an die Tür zu bekommen. Hochklettern? Oh, okay. Ob man hochklettern soll, weiß ich allerdings nicht. Das sieht doch so schwer danach aus, oder? Zumindest ist da oben ein Piano, was da hängt. Was man da genau machen soll, weiß ich allerdings auch noch nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man es abschneidet vielleicht und ihm auf den Dötz fallen lässt. Dann ist er zwar tot, aber das hilft uns ja nicht, ne? Ja, oder auch nicht. Vielleicht muss ich auch nur hoch und nach oben klettern. Mal ein paar Bücher raus. Hier ist aber jemand, der gerne liest. Oh. Wo der mal herkommt, oder? Der auf einmal taucht da einfach auf. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich längs soll. Irgendwo muss eine Kurbel sein. Da kann man irgendwas kurbeln. Zurück. Hier rein. Guck mal, da oben ist ein Affe. Wollen wir mal ein Licht anmachen? Einmal. Da hochklettern? Nee. Hier geht's nicht. Ich wollte mal die Finger ver... Nein! Oh nein! Oh, das war ja ärgerlich. Genau daneben gelandet. Ah, der ist aber eklig, der Typ, oder? Ich finde den schon sehr gruselig. Aber schauen wir mal, ob wir den erledigen können. Beziehungsweise vielleicht nicht erledigen, aber dem entkommen können. Blind ist er auf jeden Fall. Doch echt. Also man muss ein bisschen aufpassen. Also ich finde so dieses, ab und zu dieses, die Ansicht ist so ein bisschen blöd. Man weiß nicht genau, fällt man jetzt runter oder gehört das noch mit zu? Ah, ist das ein bisschen. Okay, wir fangen ganz hier hinten an. Ja, ganz so weit ist es ja auch nicht weg, aber. Jetzt ist er immer noch anders, aber gut. Ein bisschen vorbeischleichen können. Die Geräusche anmachen und dann wird er mich nicht bekommen. Aber das scheint nicht zu klappen. Hm. Diesen Affen, den wir haben, vielleicht sollten wir den mitnehmen ein Stückchen und dann schmeißen wir in die andere Richtung. Dann müsste es gehen. Irgendwo müssen wir ja auf jeden Fall eine Kurbel finden, um ja, um dieses Piano vielleicht höher zu drehen. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss da ja passieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass man auf jeden Fall dass man auf jeden Fall diesen Affen woanders hinwerfen muss. Wenn es auch irgendwie klappt. Oh, hier ist mal hoch. Thank you.
Nein! Oh. War zu laut, weil ich den scheiß Boden berührt habe. Das ist ja wirklich ärgerlich. Kommen wir an den. Also es war schon nicht schlecht, so wie ich es gemacht habe. Aber es müsste noch ein bisschen. Ich muss ein bisschen feinfühliger sein. Ich habe Angst, dass ich oben immer runterfalle, weil das, man ist echt ein schmaler Steg da oben. Und ja, einen richtigen Fallschutz hat man nicht, dass man da irgendwie an der Seite so ein bisschen längs gehen kann. Ah, Monsterviech, ey. Und wie der heißt. Blinde Langarmige. Also hier muss auf jeden Fall eine Kurbel rein, aber die müssen wir jetzt erstmal finden. Okay. Oh. Oh. Da kommt. Ah. Kommt auch immer sofort, ne? Jetzt kommt er noch rüber mit seiner Hand. Nee, ne? Sollte weggehen, dann könnte ich da runter. Muss weiter nach hinten. Nicht dahin werfen? Wie komme ich denn? Muss ich hier irgendwie reinlocken? Was wie? Warte mal, wir legen die Kurbel mal hier hin. Das auch hier reinbekommen. Das war sie ihn hier reinbekommen. Ja, da hoch komme ich ja nicht mehr. Das Ding da nochmal. Guck mal gar nicht, ne? Okay, ein anderes Problem, warte mal. Also muss er hier reinkommen und ich da rauskommen.
Du kannst ja auch nicht schieben. Die kann ich auch nicht. Okay, dann kann man nicht werfen. Aber warte mal, wenn man da nicht werfen kann, dann kann man vielleicht. Wo ist denn die Dose jetzt hingefallen? Hinten, okay. Hoch. Hier ist auch nichts zu sehen, was ich ja machen könnte. Da ist eine Spieldose. Aber wie komme ich da hin? Och. Ich verstehe das gerade nicht. Was kann ich denn jetzt da machen in dem Raum? Seht ihr das? Also merkwürdig. So, hier sind wir drin in diesem Raum. Wir haben da eine Spieldose. Ich glaube, dass eine Spieldose irgendwie spielen lassen muss. Und dann? Und wenn man die spielt. Ach! Ist auch so geil. Kommt da. So einfach. Einfach nur den Fernseher anmachen. Oh oh. Schon zu schnell gewesen. Hey, was haben super. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht. Können wir nur rüber schwingen. Oh. Heieieiei. Ja, super. Sind wir den Typen entkommen? So einfach war es. Einfach den Fernseher anschalten. Wie dumm. Naja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir versuchen, hier aus diesem Bereich rauszukommen, der wirklich gruselig ist. Ja, bis dahin. Tschüss.